Premier League. Manchester City hatte im englischen ligapokal gegen Leicester City mehr zu kämpfen, als ihnen lieb war. Trainer Pep Guardiola freut sich über die gute Reaktion seiner Elf. Bitterer Rückschlag für Manchester United. Die Red Devils verspielen kurz vor Schluss den Sieg bei Leicester City und verlieren den Anschluss an Spitzenreiter Manchester City. Leicester City hat mit einem Treffer in letzter Sekunde dem englischen Fußballrekordmeister Manchester United ein 2: 2, 1: 1 Abgetrotzt. Herr war sorgte in der vierten Minute der Nachspielzeit mit seinem Tor für den späten Ausgleich. Damit hat der Tabellenzweite von Starttrainer Jose Mourinho bereits 13 Punkte Rückstand auf Lokalrival Manchester City. Englands Nationalströmer Jimmy Fardy traf für Leicester zum 1 0, 27. Danach drehte der Spanier John Mata, 40-60, die Partie. Die Gastgeber mussten die letzten 17 Minuten ohne Daniel Amate auskommen. Der mit einer gelb-roten Karte den Platz verlassen musste. Teammanager Pep Guardiola und City sind dagegen weiter auf Rekordkurs. Mit Fußballnationalspieler Leroy Sane in der Startelf gewann Man City 4-Doppelpunkt-0, 1-Doppelpunkt-0, gegen AFC Bournemouth und feierte den 17. Sieg in Serie. Mit 18 Erfolgen und einem Unentschieden schloss das Team seine herausragende Hinrunde als souveräne Tabellenführer ab. Nie zuvor hat eine Mannschaft in der Premier League 17 Spiele in Serie gewonnen. Man City hat nun 55 Punkte und führt deutlich vor Rekordmeister Manchester United, der am Abend beim Ex-Champion Leicester City trotz 20-minütiger Überzahl nur zu einem 2-2, 1-1 kam und bei 42 Zählern steht. Quellen und weiterführende Links. Minus Nachrichtenagentur Sit.